Hier, ich habe einen Rubin gespendet, ne? Sonst wären wir jetzt nie bei 1900. Ist ja auch Quatsch, wir haben das letzte Geld nicht mehr ausgegeben. Warum kaufen wir denn keine neuen Samen? Was ist eigentlich los bei uns? Ja, weil wir Zeit... ihr wart beide in der Mine und ich habe die Zeit verplempert. Sehr gut. Ich habe heute Glück. Ach, und hast du mitbekommen, dass ich Gold reingelegt habe? Nö. Dann guck mal, es gibt wieder neues Gold. Neues Gold. Neues Gold. Gold. Mein Gold. Mein Schatz. Ja, genau. Jetzt geht's ab da oben. Mein Schatz. Gib sie mir, mein Schatz. Ungefähr dasselbe wie die Ehe. Nicht die einzige, die Angst hat. Mein Schatz. Rio Moin ist einfach als Moin beschrieben, also kannst du, denke ich, reinhauen, was du willst. Spiegelei müssen wir gucken, das kriegen wir, glaube ich, auch in der in der Kneipe. Also bei den Bündeln. Ja, wenn man irgendwie 500 Gold ausgeben will. Wenn du zuerst die Achso, die Bachen müsste ich einspelzen, das kann ich ja selber machen. Gefrorene Giode, scheiße, da habe ich erst letztens welche aufgebrochen. Also ich würde eher extra Samen kaufen oder ja, halt unsere Sachen noch verbessern. Ja, dann geh doch mal 2000 ausgeben und hol dir eine bessere Spitzhacke. Darf ich? Ja, mach doch. Danke, aber heute noch. Papa. Du bist doch Chefin, warum muss ich jetzt sagen, darf ich? Weil du bist heute der Zickigere von uns beiden, deswegen habe ich Angst, Sachen zu machen, ohne dass du sie erlaubst. Jodi braucht Kupferbaum. Hast du schon einen Riffbarsch? Oh, warte. Bist du zu Jodi? Weiß ich nicht. Hier. Ich hab noch Kupfer. Ja, ich weiß. Ich hab aber allen Kupfer mitgenommen gerade. Hey, du brauchst nur bloß Kupferbarren. Warum nimmst du die Kupfererze mit? Nee, ich hab nur die Kupferbarren mitgenommen. Ich dachte, die brauchen Kupferbarren. Du hast doch, ja, aber du hast doch gerade noch einen Kupferbarren mir gegeben. Jetzt hab ich zwei. Ach, du hattest einen dabei. Warum hast du denn den Kupferbarren dabei? Ja, weil ich es kann. What the fuck? Weil ich es kann. Ich kann auch gießen. Du kannst aber auch in die Sauna gehen, dich ein bisschen relaxen und dann gießt du halt ein. Warum ist hier kein Gold da? Ach so, weil da muss ich mich aber nackig machen. Ich mag nicht nackig werden. Du fandst doch die Sauna so toll und wirst da einfach so just for fun hin. Stimmt gar nicht. Ich brauche Energie. Energie? Nein, wir waren auch einmal zusammen abends saunieren, vollkommen ohne. Wenn ich, soll ich die Hintergedanken. Genau. Wo soll ich die Krabbenreuse hin tun? Immer noch? Irgendwo hin und du hast aber eh keinen Köder wahrscheinlich, von daher wird es dann nicht viel nützen. Deswegen habe ich gefragt, in welche Kiste. Ach so, ja. In der hellblaue. Wir haben jetzt von allem was schon geerntet, gell? Wir haben jetzt von allem schon was gepflanzt, meine ich. Weiß ich nicht. Den Überblick habe ich nicht mehr. Dann nehme ich jetzt mal noch ein bisschen Mais, wenn der Mais da gerade als Tipp war. Wo ist denn, ist Abigail zufällig, wohnt die im Laden? Ja, die ist die Tochter. Deswegen habe ich eine Zwischensequenz gekriegt, wo ich in den Laden rein bin mit ihr. Ist dir nicht aufgefallen, wo du in ihrem Zimmer warst? Nee, ich wurde wieder zurückgesetzt an den Eingang des Ladens. Caroline braucht Quarz. Das haben wir halt verpennt. Aber Maro. Ich habe keine Ahnung, das wollte ich euch auch noch sagen, was mit dem Eierfest passiert ist. Bei mir ist es nämlich auch nicht. In meinen Aufnahmen, ich bin cool. Auch nicht an dem Tag. Haben wir irgendwie das Eierfest übersprungen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben doch letztens schon festgestellt, dass wir das verpennt haben. Nee, das haben wir nicht verpennt, das haben wir übersprungen. Wir haben am 12. aufgehört zu streamen und beim nächsten Mal haben wir am 14. weitergespielt. Das 13. ist das Eierfest. Okay. Das war einfach weg. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also. Shit happens, kommt nächstes Jahr wieder. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir sehen. Ich suche den ganzen Tag Abigail, aber Abigail ist nicht zu finden. Ist voll doof. Was hängst du immer Abigail hinterher? Ich mag die. Die hat lila Haare. Stimmt, wir müssen uns jetzt darauf einigen, wenn wir heiraten. Gell? Wir können uns gar heiraten. Nicht einigen. Wieso, was jetzt einigen? Du nimmst doch einen Ehemann. Wer sagt denn das? Ach so? Ich kann auch eine Frau nehmen, wenn ich eine Frau nehmen will. Du kriegst Hayley. In einem freien Land. Ach so? Ach nee, Felix wollte Hayley. Du darfst Evelyn heiraten. Ich will nicht Evelyn heiraten. Wenn ich Evelyn heirate, kriegst du George. Nee, du kannst aber Elliot nehmen. Ich kann's auch lassen. Du fandst ihn doch hübsch, oder nicht? Gucken, wenn sie noch nehmen kann. Sie kann auch ewiger Single bleiben.
Nein. Ich bin gern Single, hat man mehr Auswahl und mehr Spaß. So. Nein, das ist verboten auf unserem Hof, ja, da muss geheiratet werden. Bitte was? Bitte was? Im Übrigen, Ben, wir haben nochmal einiges an Goldbachen. Wir hatten hier die Winterwurzel in den Sommer-Shit reingelegt. Ich hab sie im Sommer geerntet, ja. Übrigens sollten wir am letzten Tag vom Sommer Mais anbauen, weil ich glaube, wenn du den gießt, ist er direkt zum ersten Tag vom Herbst fertig. Ja, genau. Echt? Ja. Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Du spoilerst mir hier was. Das habe ich überhaupt nicht gespoilert, habe ich tatsächlich selber rausgefunden. Oder zumindest wächst er auf jeden Fall mehrere Tage sozusagen am Stück direkt. Also hier zum Beispiel den Hummer, den können wir weghauen. Warum? Weil da ist ein Hummer drin. Für was brauchst du das? Es gibt Quests mit Hummer. Hm. Die bringen mehr Geld, wie wenn du sie direkt verkaufst. Das ist wie, wo ich das kleine Kind verarscht habe bei Minecraft, dass Erde mal später wichtig sein wird und dass man Erde sammeln muss. Warum machst du sowas? Weil es Spaß gemacht hat. Weil er Erde brauchte. Weil er ein fieses... Ich sag jetzt nicht, was es ist. Ja. Ein fieses Map-Töff-Töff. Ey, komm, das war total witzig. Ja, beschütze mich mal kurz, bitte. Hast du... Du hast es ja nicht gemacht, ne, die Sprinkler. Bin doch schon auf dem Weg, aber hier ist ja nichts... Ach doch, da ist frei. Ich gieße morgen nicht. Von daher. Also. Ich hab doch eh jetzt fast nur noch ich gegossen. Hier sind auch noch welche. Hier. Geht gerade nicht mehr. Ich hab Angst. Ich will schützen dich. Das ist ja geil, dass. Hier, ich gehe jetzt langsam dann ins Auto, oder gehe ich mal nie ins Bett? Ja, ich gehe mal nie ins Bett. Wir warten jetzt, bis Ben alles gepflanzt hat, gebaut hat, was er bauen kann. Dass er das auch ja macht, ich beobachte dich. Ja, Chefin. Ich geb dir Licht. Ich arbeite ja schon, Chefin. Ich schlafen, Chefin. Ich such dir auch später einen Ring, dann kannst du auch im Dunkeln noch arbeiten. Ich will von dir keinen Ring haben, danke. Ich will dir nicht heiraten, ich will dir was geben, damit du noch nachts arbeiten kannst. Du willst mir... Ja, genau. Machen wir die 24-Stunden-Schichten. Mhm. Für 9 Euro die Stunde. Wie im Security-Dienst. Ich dachte, für 9 Euro die Schicht. Stimmt, jetzt wo du so vorstehst. Im Spiel gibt es ja keinen Mindestlohn, ne? Ausbeute. 9 Gold die Schicht. Du kannst hier irgendwie so alle 10 Tage mal ein Bier kaufen. Da ist was repariert worden durch die Bündel. Cool, die reparieren uns die Wagen. Das können wir ja schneller durch die Gegend düsen. Zu dritt spielt man dieses Spiel viel schneller als alleine. Ja. Das ist echt krass. Ich habe das, glaube ich, erst am Ende vom ersten Jahr irgendwann gehabt. Wahnsinn. Wenn du halt weißt, dass du alles irgendwann mal brauchst, dann... Habt ihr jetzt alles chillig? Ich habe doch alles aufgehoben. Aber anscheinend nicht eingelöst. Habt ihr jetzt alle Chili gehauen? Nein. Nee. Chili ist eine Sommertruhe in der Orangenen. Du, ich habe alles eingelöst, so schnell wie es möglich war. Ich habe heute kein Glück oder nicht viel Glück. Aber für die meisten Bündel brauchst du halt eine Zeit. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Die Festivitäten finden am Strand statt. Wo tue ich Saat rein? Lumi, du kannst mir folgen, oder? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich war gedanklich damit beschäftigt, verwirrt zu sein. Moment, sowas muss ich spielen. Ach, Benni, fühl dich nicht gemobbt. Nein, es tut mir echt leid, ich war gerade geistig einfach total abwesend. Benny hatte gefragt, ob man Krabbenreusen herbekommt. Nein, ich habe gefragt, ob wir das Bündel, wo wir die Sachen, die wir aus Krabbenreusen kriegen, fertig haben. Ja, warte, dann gucke ich schnell. Das wollte ich wissen. Das müsste dann bei Aquarium sein, oder? Ja, das haben wir fertig. Deswegen habe ich ja Krabbenreusen bekommen. Und du hast das Ding jetzt schon abgehakt, wo wir... Ich glaube, ja. Okay. Schön, dass ihr euch versteht, weil da konnte ich jetzt nicht folgen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er mich verstanden hat, aber... er hat ja gesagt. Dann fragst du halt nicht weiter nach. Logisch. Aus der Tatsache heraus, dass ich dieses Bündel nicht mehr finde, gehe ich davon aus, dass er es auch abgegeben hat. Vollkommen egal, ob er was dazu gesagt hat oder nicht. Ich habe es ja nicht hinter eurem Rücken gemacht. Wer ist denn noch eine Caroline? Wenn wir das Tresor-Ding abgeben, wird die Bushaltestelle gefixt, dann können wir in die... Das Tresor-Ding. Hm? Jetzt verrat nicht alles, er hat es nicht gehört. Lass okay, es. Tresor-Ding. So, das ja, dass dann die Bushaltestelle repariert wird, steht aber da. Eben. Ja, aber da steht nicht, wo man hin kann damit.
Ja, das hast du, das hast du schon gesagt, selber gespoilt in die Wüste. Ich dachte, du hast es vergessen. Heiße ich Lumi? Hallo, so viel vergesse ich nicht. Ich verpeife. Bin ich eine Frau? Na toll, heute können wir keine Samen kaufen. Ich kann nicht in die Mine. Heute ist ein Scheißtag. Die Angeln. Halt Moment mal, wenn der Dingens geschlossen ist, komme ich doch auch nicht da rein. Wie soll ich denn Caroline was geben, wenn der Pierre zu ist? Oh Gott. Ich auch schon. Aber ich glaube, die Lungen dann nachmittags in der Bar rum. Eben. Das ist ja schrecklich. Das Blöde an Abigail, deswegen schnellstmöglich heiraten, damit sie zu dir zieht. Ich wollte nicht zu Abigail, ich wollte zu Caroline. Das ist arbeitet die dann auch bei uns? Was heißt arbeiten? Die kocht ja ab und zu Gerichte und ich hatte hier ist jemand am Müll rumwühlen. Das bringt's aber. Hä, hey, du hast Sebastian heute bereits ein Geschenk gegeben? Wir hatten heute Sebastian. Nee. Gemeinschaftlich Sebastian ist übrigens jemand, der eingelegte Sachen nicht mag. Ja, oh. Stimmt. Und er mag auch keinen Wein und sowas. Ich ahne wieder. Ich hab grad meinen Spaß. Siehst du, und für sowas müsstest du eigentlich streamen. Wenn du sagst, du hast jetzt den Spaß. Hey, hier geblieben, Fischi. Nee, bei dem, was ich gerade gemacht habe. Schaut ja weder bei mir noch bei dir. Schaut jemand gerade Stardew Valley, der Bob. Und dann hätte ich noch einen dritten, der das zeigt. So. Doch, das ist wichtig. Kulturerbe. Dann weißt du gar nicht, bei mir jemand zuschaut. Oder hast du meine Statistik im Blick? Du hast nicht mit jemandem geredet heute. Der vielleicht habe ich ihn auch immer gemutet. Du musst aber mit deinen Leuten reden, Benny. Ja, ich ja, müde mich halt dann, dass ihr das nicht hört. Aber ich dachte, du weist uns vielleicht drauf hin, wenn du mit jemandem am Schnacken bist. Nö, ich habe mich auch vorhin bei der Zwischensequenz mit Abigail gemutet, ohne euch was zu sagen. Ach, deswegen hast du sie nicht vorgelesen, hat mich schon gewundert. Doch, ich habe sie vorgelesen, aber ihr habt halt die ganze Zeit dazwischen gequatscht, deswegen habe ich euch dann leise gemacht und mich damit auch. Ja. Das macht dich sehr unsympathisch, das will niemand sehen. Aber alle wollen die Zwischensequenzen sehen. Wer ist denn alle? Alle bin ich. Ich war eigentlich voll neugierig, was da passiert, und das alles nicht gelesen und dachte ich, naja gut, dann lässt er so. Ihr habt halt die ganze Zeit zwischengequatscht, das fand ich doof. Das stimmt nicht, du hast uns ja gemutet, du weißt gar nicht, ob wir weiter gequatscht. Ich hab's erst los vorzulesen, da hat er zwischengequatscht und dann habe ich euch gemutet. Wer hat hier ein Artefakt ins Ich, weil ich zu faul war, das abzugeben. Dann sag das nächste Mal, Felix, da liegt was. Ich hab gesagt, ich schmeiß das jetzt da rein, aber da hat mir wieder keiner zugehört, wie immer. Naja, die anderen Streams, wo ich mir so zugehört oder wo ich zugeguckt habe, habe ich mich auch nie angesprochen gefühlt von euch. Ja, wir haben dich gut ignoriert. Das stimmt. Mm. Wir ignorieren uns alle gegenseitig. Wir haben hier voll die Scheiße, das scheiß Klima bei uns. Wir sollten Borderlands spielen, das wäre wichtig. Ich pass auf, Ben, ich schenke dir zur Versöhnung noch eine Pastinake. Ich gebe dir gleich Pastinaken. Damit du mich wieder lieb hast. Was den Nacken so ziemlich das Wertvollste, hä? Was ich habe. Hey, was hab soll das denn erlangen heißen? John, was soll das denn für ein Ausschluss? Ich fliege nicht in den Himmel, ich bin Analyst. Fischi. Herzlich willkommen erstmal. Das mit der alten Drecksangel. Siehst du, und da hatte ich mich gemutet, ha. Aber Caroline ist natürlich nicht in der Bar. Wo geht die denn hin? Die geht irgendwie nach Hause, oder? Achso, das ist die Bundeswehrwerbung. LOL! Stimmt ja. Das will ich aber auch hoffen. Habt ihr euch auch schon die schönen neuen Bundeswehrwerbungen angeschaut? Werbung im Fernsehen oder was? Mir wurde nämlich gerade was gepostet, die machen irgendwie gerade wieder viel Werbung und ist so eine davon, ich fliege nicht in den Jemen, ich bin Analyst. Damit ich mehr Leute zur Bundeswehr kommen. Oh Gott. Oh weh. Ach scheiße, ich brauche. Die Bundeswehr hat einen Stand bei der Gamescom. Ja, auch. Und die hatten ziemlich geschmacklose Werbung bei der Gamescom. Wir sind schon das ist Werbung für eine Amazon-Serie? Okay, what the fuck. Hey, cool, Lehm. Aber die Hochzeit. Ich blick eh nicht mehr durch, wo was ist. Hochzeit von Tom Clancy ist halt auch einfach. Der beschäftigt auch nur noch Ghostwriter und trinkt seinen Wein, der 1000 Euro die Flasche kostet oder sowas. Fancy?
will auch Tom, Wein trinken. Nein, Tom Clancy. Nicht fancy, Clancy. Tom Clancy. Das ist aber fancy, was der Clancy. Wer zum Henker stellt denn so einen riesen Teddy vor meinem Bett? Kann mir gar nicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Ich meine, das ist total süß von dir. Ich mag Teddys, aber naja. Sehr gut, Tom Clancy ist ja 2013 tot. Warum steht denn sein Name vor einer neuen Serie? Und warum weißt du noch nicht, dass er tot ist? Keine Ahnung, weil ich Schriftsteller-Tode nicht so verfolge. Und weil seine Hochzeit auch damals schon vorbei war. Die war, glaube ich, so 2005 war, glaube ich, seine Hochzeit. Das bringen wir bei mir immer noch angezeigt, dass du 0 Zuschauer hast. So viel dazu. Ah, jetzt einer. Ja, hallo? Was stalkst du mich so? Kümmer dich mal um deinen eigenen Stream. Ich habe ganze 2 und davon ist einer Felix und einer bin ich. Ist voll gut. Bist du sicher, dass du selber mitgezählt wirst bei sowas? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten guckt jemand die ganze Zeit zu, ohne sich zu melden und amüsiert sich glücklich darüber, dass ich mich unbeobachtet.